Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite aus ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das ist angekündigt worden, Talk der Weltmarktführer mit Weltmarktführern. Wo gibt es die meisten Weltmarktführer in Deutschland? Natürlich in Baden-Württemberg. Von etwa 500 Weltmarktführern sind die meisten in Baden-Württemberg, mehr als in Bayern. Und Sie wissen, jeden Tag, den wir in Baden-Württemberg besser sind als die Bayern, ist ein guter Tag für Baden-Württemberg. Und darum sind wir hier. Und das sind vereinzelte Buhrufe, es sind also auch Bayern da, habe ich jetzt so mit registrieren können. Wichtig ist aber, dass Sie heute von den Besten lernen und deswegen haben wir erfreulicherweise Weltmarktführer, Vertreter von Weltmarktführern da, den Herrn Dr. Mark Hiller, Chef und geschäftsführender Gesellschafter von Recaro. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hiller. Walter Gunz, der Gründer von Mediamarkt, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und Valentin Langen, der Leiter des Innovationsoffice von Wagner AG, auch Weltmarktführer, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und jetzt dürfen wir uns setzen. Ich würde gerne, Herr Hiller, mit Ihnen anfangen, weil Sie sind in einem Bereich tätig, alle saßen wir da schon drauf, auf Fluggastsitzen. Und da gibt es ja gerade interessante, sehr aktuelle Themen. Spüren Sie Greta? In der Tat gibt es gerade aktuelle, natürlich spannende Themen. Gibt natürlich auch das Thema Handelskrieg, gibt natürlich auch das Thema Sustainability, Ökologie und ist für uns ein ganz zentrales Thema. Das Thema spürt man natürlich auch, es wird darüber diskutiert. Man muss aber auch klar sagen, ist ein Thema, wird vor allem in Deutschland und in Nordeuropa diskutiert. Da wird in anderen Ländern ganz anders drüber nachgedacht. Und ich glaube, da muss man auch respektieren, in anderen Ländern, in Indien, da fliegen viele Menschen, die fliegen zum ersten Mal, die wollen sich das Fliegen leisten und die sehen das natürlich auch ein bisschen als eine Bevormundung, wenn man dann aus Europa sagt, man sollte mal Fliegen reduzieren und sollte sich das mal überlegen. Also von dem her, glaube ich, muss man einmal sehen, da gibt es unterschiedliche Perspektiven in den unterschiedlichen Regionen. Nichtsdestotrotz ist ein Thema, an dem muss man arbeiten und da sehen wir uns eben als Flugzeugsitzhersteller eher als Lösungsanbieter, also wie das Problem an sich, weil wir einen Beitrag dazu leisten können, effizienter zu fliegen. Wenn ich da noch kurz dabei bleiben darf, Sie leisten Beiträge konkret. Welche Beiträge leisten Sie bei den Produkten, die Sie herstellen? Beiträge, die wir leisten, um effizienter zu fliegen. Der eine Effekt ist natürlich bekannt für Economy-Class-Passagiere. Natürlich sind mehr Passagiere in der Kabine, würde ein oder andere bemängeln. Trägt aber natürlich dazu bei, dass der CO2-Ausstoß pro Passagier, der Kerosinverbrauch deutlich reduziert ist. Wir leisten einen Beitrag mit leichteren Sitzen. Jede Sitzgeneration ist so etwa 10-20% leichter. Und wenn man weiß, dass eine Fluggesellschaft 30% der Kosten sind die Kerosinkosten, das heißt, da können wir einen Beitrag dazu leisten, nicht nur wirtschaftlicher zu fliegen, sondern auch deutlich ökologischer zu fliegen. Vielen Dank, Herr Gunzibel. Ich habe da eine Idee. Also, wir haben da alle diesen Film gesehen von den Piloten. Und ich glaube, das Thema ist sehr ernst mit der Ökologie. Aber wenn wir uns in Angst verstricken, wenn der Pilot Angst gehabt hätte, da hätten die gar nicht überlebt. Und entscheidend ist, glaube ich, dass wir voranschreiten, die Probleme durch Technik lösen und nicht mit Angst. Denn wir wissen ja alle, es gibt Placebo und Nocebo, was wir erwarten, tritt oft im Leben ein. Darum glaube ich, wir sollten uns auf den Weg machen, aber bitte nicht ängstigen lassen. Das wäre mein Appell. Vielen Dank, Herr Langen. Weltmarktführer wird man, ist man, wenn man immer ein bisschen besser ist als die anderen. Also man muss innovativ sein. Sie sind Leiter des Innovationsoffices bei Wagner. Was machen Sie in dem Innovationsbereich? Also ich glaube, um das einfach hier mal ordentlich darzustellen, muss ich kurz erzählen, was denn die Wagner-Gruppe selber macht. Und die Wagner-Gruppe ist Beschichtungsweltmeister. Beschichtung hört sich relativ unsexy an. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass das IKEA-Billigregal eben nicht weiß aus der Baumsäge fällt, sondern auch lackiert werden muss, haben Sie vielleicht eine Idee, wie wichtig Beschichtung sind. Und das kann das Mutterunternehmen. Und stellen Sie sich einfach die Produkte vor, das sind Roboter, Hydraulik, es riecht nach Stahl. Und in unserem Innovationslabor bauen wir ein Kosmetikunternehmen. Und Sonnencreme hat nun mit Stahl- und Hydraulikrobotern nichts zu tun. Es gibt da allerdings eine technologische Brücke. Und was uns sehr stolz macht, ist, dass wir schon Übernahmeangebote genau für dieses Startup in unserem Innovationslabor bekommen haben von Unternehmen, die
ihre Produkte auch in ihren Badezimmern stehen haben. Und ja, da sind wir sehr stolz. Und das ist natürlich auch ein Sinnbild für die DNA, die die baden-württembergischen Unternehmen haben. Also Innovation und Digitalisierung haben wir, glaube ich, alle gut drauf, auch wenn es immer wieder diese Unkenrufe gibt, dass wir spät dran sind, auch vor allem die aus Berlin. Das heißt aber, Sie haben eine Menge Freiheiten von Ihren Chefs. Ja, absolut. Also für diejenigen bei Ihnen, um das einfach mal greifbar zu machen, also stellen Sie sich Ihr Haushaltseinkommen vor und nehmen Sie einfach mal ein Viertel, geben Sie das Ihrem Kind und sagen, hier, das darfst du ausgeben, wie du lustig bist. So ist das ungefähr bei uns. Also, wer macht das so von Ihnen? Wer macht das zu Hause so? Viertel an die Kinder, mach mal, was du willst. Wenige. Und also die Wagner-Gruppe investiert in dieses Kosmetikgeschäft im Umfang des gesamten R&D-Budgets. Und Dr. Hiller, das können Sie sicherlich auch als Eigentümer von Recaro bedeuten, das kostet erstmal viel Geld. Und wir brauchen Freiheiten, um eben in Kosmetik zu denken, während unser Chef und unser Sponsor der Wagner-Gruppe natürlich in Hydraulik und Stahl denkt. Und das geht nur über Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich mir offensichtlich in den letzten 10 Jahren der Zugehörigkeit zur Wagner-Gruppe auch verdient. Wir machen natürlich auch unsere Fehler, aber Gott sei Dank haben wir auch Erfolge, zum Beispiel, dass in das Land Baden-Württemberg jetzt nach Helsinki fliegen wird, wo wir eben die Innovationskraft repräsentieren dürfen. Das hilft dann auch dem Urteil eines Geschäftsführers, dass die Investition gut getroffen ist noch. Herr Lange, Sie haben gerade ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, übrigens Vertrauen. Vertrauen spielt bei Ihnen, glaube ich, eine ganz große Rolle in Ihrer Geschichte auch. Ja, ich glaube, Vertrauen führt. Alle Menschen wollen ja geschätzt, geachtet und geliebt werden. Und ich glaube, das ist auch für ein Unternehmen sehr wichtig, nicht nur für Familien. In dem Moment, wo ich jemandem vertraue, erwächst ihm auch die Qualität, das zu beherrschen, was vor ihm steht. Wir haben bei den Piloten ja so toll gesehen, er hat sich selbst vertraut und die Menschen haben sich dann irgendwie ihm anvertraut und es ist gut gegangen. Entscheidend ist, glaube ich, Vertrauen ist ein Akt, Vertrauen schenkt man. Also ich habe den Mitarbeitern das Vertrauen geschenkt und sie haben das gespürt und sind dann quasi zum Teil über sich hinausgewachsen, wie der Pilot ja auch. Man wird dann irgendwo in diesem Bereich dann ruhig. Man weiß, das ist jetzt zu tun und da kommt eben die Empathie und die Erfahrung zusammen und das Vertrauen, das man anderen schenkt, muss man erstmal in sich selbst auch haben natürlich. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn der da also rumgehampelt hätte und wenn der Angst gehabt hätte, dann wäre das sicherlich schiefgegangen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Leben, im Privatleben und im Geschäftsleben. Vertrauen zu haben und Vertrauen auch zu schenken. Ganz offen dem anderen auch sagen, du kannst das. Ja, das ist für mich ganz wichtig gewesen. Vielen Dank, Herr Dr. Hiller. Ist das auch ein Bestandteil der DNA bei Recaro? Natürlich ist Vertrauen ein ganz wesentliches Element. Das fängt von außen an, von unseren Kunden, die uns Aufträge geben und vielleicht, um eine Idee zu bekommen, so ein Flugzeug kostet mehrere Millionen oder 100 Millionen. Die Sitze, die Kabinenausstattung kostet relativ wenig. Es gibt aber natürlich immer wieder Wettbewerber, die schaffen nicht pünktlich zu liefern. Das ist natürlich ein großes Problem für den Kunden. Das heißt, wir haben, und da haben wir uns positioniert, wirklich größtes Vertrauen, größte Zuverlässigkeit. Deshalb beauftragen uns die Kunden. Die Kunden sagen auch, wenn sie schwierige Aufträge haben, sie geben sie uns, nicht weil wir die günstigsten sind, aber weil sie wissen, wir bekommen das hin. Und selbst wenn es Probleme gibt, wir zeigen die auf und wir arbeiten an Lösungen. Und das ist Stand heute nicht unbedingt wirklich der Bestand in der Branche. Das geht natürlich weiter rauf, bis zu den einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen. Wir haben eine sehr junge Belegschaft, im Durchschnitt 38 Jahre alt, also ich bin da schon überdurchschnittlich alt. Und die Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten alle auf Kundenprojekte, Durchlaufzeit 6 Monate und müssen natürlich sicherstellen, dass sie genau das Vertrauen, das die Kunden in uns haben, da auch nachher erfüllen können. Wenn ich nochmal in die Historie reinschaue von Recaro, glaube ich, ist Vertrauen und auch das Thema Startup nochmal ein spannendes Beispiel. Die Recaro-Gruppe ist bekannt durch Automobil, da ist die Marke her bekannt, Ursprung in Stuttgart. Intensive Zusammenarbeit mit Porsche, deshalb ist es natürlich hier auch ein passender Ort, um sowas zu diskutieren. Und man hat in den 70er Jahren begonnen, gab es ein paar Entwickler, die haben sich mit Flugzeugsitzen beschäftigt. Das war aber so klein, das war ein Startup und da hat man eigentlich, man wusste, was die machen, das wird schon irgendwo in Ordnung sein, aber es hat eigentlich gar keine Rolle gespielt, weil die Automobilwelt war so dominant,
Das war 95% vom Geschäft. Man hat aber darauf vertraut, dass die was Gutes machen. Und heutzutage ist 95% unseres Geschäfts ist im Prinzip das Luftfahrtgeschäft. Und das zeigt auch, wie ein Vertrauen und natürlich auch der lange Atem von Familienunternehmen dazu führen kann, dass zum einen ganz neues Geschäftsfeld entsteht und damit auch dann das zukünftige Geschäftsfeld entstanden ist. Dankeschön. Lange, Sie haben Erfahrung mit etablierten Unternehmen und mit den Start-ups. Was kann das Start-up vom Etablierten lernen und umgekehrt der etablierte Unternehmer vom Start-up? Ja, das ist natürlich eine hochinteressante Frage und die wird ja rauf und runter in der Presse gerade auch diskutiert. Nicht? Und es gibt auch zahlreiche Berater, die da das Gefühl haben, sie können irgendeinen Impuls an uns Unternehmer auch geben. Ich möchte gerne vielleicht noch mal einen Schritt auf das Vertrauen zurückgehen. Also Als Leiter von einem Innovationsbüro, von einem mittelständischen, schwäbischen Unternehmen, stehe ich natürlich in Kontakt mit allen anderen Innovationslaboren in Baden-Württemberg. Ich frage mich, wenn wir über Vertrauen reden, schon, warum ich, wenn ich dann mich in Tuttling oder in Freiburg oder in Donaueschingen mit den Fachkollegen treffen will, warum die mir jedes Mal schreiben, tut mir leid, ich muss erst mal meinen Vorgesetzten fragen, ob ich die 100 € Reisekosten ausgeben darf. Also da müsste an und für sich schon Vertrauen in den jeweiligen Häusern da sein, damit wir in den Austausch kommen, weil Innovation entsteht halt zwangsläufig vor allem über den Austausch. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich darüber nachdenke, dass wir mit unserem Kosmetik-Startup 65 Mal bei L'Oréal angefragt haben, bei den Innovationsleuten, hey, wir möchten uns gerne mit euch austauschen. Kein einziger hat geantwortet, obwohl das Unternehmen sich selber als den Innovationsführer weltweit bezeichnet. Frage ich mich auch, haben die Mitarbeiter denn überhaupt verstanden in dem Unternehmen, dass das Vertrauen in sie hineingelegt wird, dass sie auf solche Anfragen von außen auch reagieren dürfen? Also insofern, ich glaube, Vertrauen sicherlich in die Produkte und dass man das Kundenbedürfnis erfüllt, ja, das machen die Firmen sicherlich gut, aber Vertrauen in die Mitarbeiter rein, selbst verantwortlich zu arbeiten. Ich denke, da können wir alle noch miteinander und voneinander lernen. Im Übrigen ist das auch ein ganz großer Treiber für die Arbeitszufriedenheit. So, das wollte ich noch mal kurz loswerden. Was können Startups von Unternehmen lernen? Das ist eine kluge Frage, vor allem weil deswegen Startups ja immer so als Allheilmittel in der Organisationstheorie vorgeführt werden, nämlich sie sind agil, Mitarbeiter dort sind immer glücklicher und sie sind auch viel schneller und vor allem auch viel erfolgreicher. Das ist aber völliger Quatsch. Wenn man sich mal die Anzahl der Startups anguckt, die gegründet werden, dann sind gerade mal 0,05% wirklich erfolgreich. Was wir mit unserem Sonnencreme-Startup, und ich kann das exakt beurteilen, weil ich in der Schnittstelle sitze, was wir von unserem Mutterschiff lernen können, ist natürlich erstmal Besonnenheit. Also wenn irgendwo eine böse Mail in ein Startup reinkommt, dann ist bei uns immer meistens Polen offen. Das muss nicht sein. Also Besonnenheit, Prozesstreue sicherlich ist ein Thema, was wir besser beherrschen müssen. Auftreten auch vor etablierten Businesspartnern. Die Verlässlichkeit, mit Mitarbeitern umzugehen. Also gerade dieser kurzfristige Planungshorizont von Startups führt dazu, dass Grundsätzlichkeiten auch im Umgang mitunter miteinander vergessen werden. Es ist kein Ersatz, einen Tischkicker und kostenlos Obst hinzustellen, wenn es darum geht, die Verbindlichkeit von der Arbeitgeberseite zum Arbeitnehmer zu erfüllen. Also das wäre zum Beispiel ein Thema. Auf der anderen Seite lässt sich aber auch noch viel lernen. Ja, nur Beifall, bitte, nicht so zögerlich. Herr Dr. Hiller, wenn bei Ihnen den Start-up anruft, reagieren Sie? Also in der Regel reagiere ich selber natürlich da begrenzt. Da haben wir auch einen Innovationsbereich, der sich intensiv damit beschäftigt. Ab und zu habe ich auch mal die Gelegenheit, natürlich mir sowas anzuschauen. Genieße ich natürlich auch sehr, wenn man da wirklich junge Kolleginnen und Kollegen sieht, die da an einem neuen Thema arbeiten und dafür brennen und was verändern wollen, was umsetzen wollen. Ansonsten haben wir da einen Innovationsbereich, der genau an solchen Themen arbeitet und natürlich genau die Situation, wie sie beschrieben ist, sich im Unternehmen auch immer wieder stellen muss, dass natürlich an Themen gearbeitet wird, die sind anders, die haben vielleicht einen anderen Zeithorizont, da kann auch mal ein Ergebnis sein, dass es kein Ergebnis gibt, das ist dann natürlich auch was oder dass es nicht erfolgreich ist und da müssen wir natürlich die Offenheit haben und die probieren wir auch immer wieder zu trainieren und zu üben und wenn dann aus 10, 20 tollen Ideen nachher nur eine wirklich erfolgreiche entsteht, dann haben wir schon wirklich was gekonnt. Von dem her, da ist das Durchhaltevermögen natürlich gut. Und da nochmal gesagt, da hilft uns natürlich Familienunternehmen zu sein, weil wir nicht am Ende vom Quartal jetzt uns überlegen müssen, ob das jetzt uns was gebracht hat, sondern da langfristig denken können. Natürlich müssen wir auch kurzfristig erfolgreich sein, keine Frage. Aber wir nehmen es uns dann raus, so 10% von unserem Umsatz etwa in F&E zu investieren, in einer Branche, wo Wettbewerber vielleicht nur 3 oder 4% entsprechend investieren. Herr Gunz,
vom Abteilungsleiter bei Karstadt zum Gründer von MediaMind. Wie kam es? Ja gut, ich habe bei Karstadt viel gelernt. Vieles, was man richtig gemacht hat, aber noch mehr, was man nicht richtig gemacht hat. Und die Arbeit hat nicht so richtig Freude gemacht. Und so war der Faktor eigentlich Freude und Freiheit in der Arbeit die Triebfeder letzten Endes, die mich dann dazu geführt hat. Ich hatte so ganz spontan gekündigt, weil ich an einem Kritikgespräch dabei bei Karstadt mich darüber geärgert habe und habe mich die Mitarbeiter mal zum Abend in der Kneipe eingeladen und gesagt, Herr Gunz, wenn Sie wieder mal irgendwas machen, würden wir gerne mitmachen. Das waren 12 Leute und ich dachte mal, wo ich dann mit meinem Auto nach Hause gefahren bin, dachte mir, Walter, wer nimmt 12 Leute? Ne? Und das war die Idee, denn mal 12 Leute muss ich selbstständig machen. Und ein Jahr später sind im Übrigen alle gekommen und so ist das Glück mal wieder vorne, dass aus 12 Leuten dann irgendwann mal 60.000 Leute jetzt geworden sind. Letzten Endes war mal, aber das war wieder der Punkt Vertrauen. Ne? Die Menschen haben eben mir vertraut und ich habe ihnen vertraut. Und noch etwas ist wichtig vielleicht bei Startups. Wir waren ja auch mal ein Startup. Ne? 1979 waren wir ein Startup. Und entscheidend ist die angstfreie Kultur im Unternehmen. Dass jeder Mensch macht Fehler. Wir lernen ja nur aus Fehlern. Letzten Endes muss man natürlich auch den Mitarbeitern mal zugestehen, dass sie einen Fehler machen. Und ich glaube, für Kreativität ist die angstfreie Unternehmenskultur sehr wichtig. Und ebenso, wenn ich jetzt lese, dass Burnout, so viele Menschen im Beruf haben Burnout, die meisten Kranken haben psychische Probleme in den Unternehmen, da sage ich ihm, da stimmt was mit der Unternehmenskultur nicht. Wenn der Mensch nicht mehr gerne in die Arbeit geht und wenn er das nicht lieben kann, was er jeden Tag tut, dann ist er auch schlecht. Also darum war für mich die Liebe im Unternehmen, die angstfreie Kultur und sich auch so ein bisschen schlank und dankbar halten, wie man am Anfang ja war. Na, am Anfang haben wir kein Geld gehabt, da waren wir froh, wenn was in der Kasse war am Abend. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und diese Schlankheit, die muss man sich erhalten, auch wenn man kein Startup mehr ist. Und heute hat mein Unternehmen, mein Ex-Unternehmen, Probleme. Warum? Weil sie sich von den Tugenden leider entfernt haben. Das ist immer wichtig. Zu bedenken, wo kommt man her? Und wem verdankt man das? Herr Gunz, ich würde gerne noch bei Ihnen bleiben. Wie kamen Sie auf dieses Ich bin doch nicht blöd? Ja, der Spruch war eigentlich eine Erfindung von dem Herrn Reinhold Weber, einer Schweizer Agentur. Interessant war, ich habe ja meistens meine Mitarbeiter gefragt, und wenn jemand eine bessere Idee hat als ich, was oft vorgekommen ist im Übrigen, haben wir das gemacht. Aber in dem Fall, ich bin doch nicht blöd, den mochte keiner. Und das war einer der wenigen Punkte, wo ich mich gegen die Mannschaft entschieden habe und gesagt habe, Mensch, ist doch saugeil der Spruch, ne? Also den haben wir schon gelernt, ne? Und wichtig bei Werbung und Marketing ist ja, dass das wie ein Schlager ins Ohr geht. So gesehen verdanke ich den Spruch zwar dem Reinhold Weber aus Zürich, aber dass er dann zum Leben gekommen ist, das war eine meiner einsamen Entscheidungen, die ausnahmsweise mal richtig war, ne? Sie sind ja dem Thema treu geblieben und haben dann ein Buch geschrieben, Ich war ja nicht blöd. Ja gut, weil ich immer wieder gefragt worden bin, wie so ein doofer Schüler, wie ich dann so viel Erfolg haben kann. Aber da gehört natürlich auch dazu, dass man Glück im Leben hat. Und das Glück führt auch wieder zu der Dankbarkeit. Vor allem bin ich den Mitarbeitern und den Kunden dankbar, die das Unternehmen über so viele Jahre hinweg zu dem gemacht haben, was es dann später war. Dankeschön. Herr Langen, Sie sind auch Dozent an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Sie halten Vorträge, ein Titel zum Beispiel Chief Disruption Officer, Geheimrezepte für erfolgreiche Veränderungen Ihres Unternehmens. Was ist die Aufgabe eines Chief Disruption Officers? Ja, also Gott und die Welt redet darüber, dass es auf einmal diese Digitalisierung gibt und Angela Merkel ist der Meinung, wir sind eh schon viel zu spät und Unternehmen experimentieren auch ein bisschen damit rum und zumindest, ich habe ja in einige Unternehmen auch in anderen Aufgaben auch mal reingucken können und ich habe immer das Gefühl, wir machen uns da irgendwie Angst. So, Punkt Nummer eins, was man wissen muss,
Digitalisierung, Unternehmertum und Innovation ist alles relativ ähnlich. Unternehmertum ist die Betrachtung auf die Veränderung vom Eigentümer, Innovation ist die Betrachtung auf die Veränderung mit Blick auf den Kundennutzen und Digitalisierung ist die Betrachtung auf die Veränderung eines Unternehmens vor dem Hintergrund von technologischen Einflüssen. So, und Innovationslektüre und Forschung und Unternehmertum, Lektüre und Forschung, das kennen wir, glaube ich, seit 50.000 Jahren. Also es gibt schon ein paar Antworten, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt: Ein Unternehmen hat einige Dimensionen, mit denen man sich auf die Digitalisierung vorbereiten oder diese auch durchführen kann. Und das sind Prozesse, Strukturen und Strategien und auch die Kultur. Und es gibt eine einzige Person im Unternehmen, bei denen alle diese vier Dimensionen schön wie so auf einem Mischpult zusammenlaufen. Das ist der CEO. Deswegen ist erstens die Digitalisierung oder die digitale Transformation eines Unternehmens immer und ausschließlich CEO-Aufgabe. Und zweitens, wenn der CEO sagt, meine Leute raffen das nicht, wir kommen nicht voran, ist er das Problem. Das ist im Wesentlichen die Aussage, sehr stark verdünnt, über die wir da mit den Studenten intensiv diskutieren. Herr Dr. Hiller, Sitz von Recaro in Schwäbisch Hall, nicht in München, Hamburg oder Berlin. Stichwort Fachkräfte, Stichwort qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sicher ein ganz entscheidendes Thema für Ihr Unternehmen. Ist in der Tat spannend. Also Schwäbisch Hall ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es ein Luftfahrtstandort ist oder ein Cluster. Wir sind auch in der Region im Prinzip das einzige Unternehmen im Luftfahrtbereich. Das ist aber auch eine Differenzierungsmöglichkeit. Wir haben extrem internationale Arbeit. Wir haben am Tag etwa 2 Fluggesellschaften bei uns im Haus in Schwäbisch Hall, die da vorstellen, weil sie gar nicht wussten, was Schwäbisch Hall ist, die dann aus der Welt kommen und natürlich Produkte anschauen, Produkte diskutieren. Dann natürlich für die Mitarbeiter das entsprechend internationale Umfeld. Das probieren wir natürlich entsprechend zu leben. Das zieht natürlich auch Mitarbeiter entsprechend an. Genauso wichtig ist es natürlich, das Arbeitsumfeld zu schaffen. Flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals und die ganzen Dinge, die Sie kennen, die sind, sag ich mal, State of the Art, die haben wir natürlich alle umgesetzt, um wirklich möglichst attraktiv zu sein und um das wirklich auch immer wieder zu hinterfragen. Firma beispielsweise einmal im Monat Firma Mitarbeiterinformationen durch an jedem Standort für alle Mitarbeiter. Wir führen jährlich eine Mitarbeiterbefragung durch, um immer wieder zu hinterfragen, sind wir da attraktiv, was gibt es für Ansatzpunkte und natürlich die Maßnahmen, die wir ergreifen, die sind wirklich querbeet, um Mitarbeiter zu gewinnen, aber auch entsprechend zu halten. Auch viel im sozialen Bereich, im sportlichen Bereich. Vielleicht ein Beispiel, in Roth gibt es einen Langdistanz-Triathlon, da machen bei uns immer 100 Mitarbeiter, machen dort immer mit aus aller Welt. Das sind natürlich alles Events, die wirklich die Kollegen zusammenschweißen und einen Beitrag leisten, dass wir da entsprechend wirklich eine verbundene Truppe haben und eine tolle Mitarbeiterschaft. Herr Gunz, Sie haben ein weiteres Buch geschrieben, Das Geschenk. 3 Sätze dazu. Ja, ich glaube, ich habe später im Leben erst, ist mir klar geworden, dass vieles in meinem Leben eben ein Geschenk war. Dass mir Menschen begegnet sind, dass ich die richtige Idee hatte, dass die Menschen zu mir gestanden sind, dass, was war man den lieben Gott, den vielleicht mir trotz meiner vielen Fehler irgendwie wohlgesonnen war. Und ich glaube, entscheidend, was wir auch bei den Piloten vorhin gehört haben, für mich ist das, was immer wichtiger wird, auch heute in der Wirtschaft, ist Empathie. Empathie, dass man auch auf seine Gefühle hört, nicht nur der Kopf. Denn der Pilot hat ja eben die Frage nicht beantworten können von den Versicherungen, was er da alles für Überlegungen hatte, wo er da gelandet ist. Und es ist im Unternehmen genauso und im Privatleben genauso. Man ist ja keine mathematische Gleichung des Lebens und auch Unternehmen nicht. Und ich glaube, ich bin dankbar dafür, du hast mir dieses Buch geschrieben, ich bin dankbar für die Menschen, für die Ideen und für das, was mir die Empathie geschenkt hat, was ich wahrnehmen konnte im Leben. Wir haben gerade, der Walo und ich, auf der Fahrt hierher von München nach Stuttgart gesagt, Wahrnehmung. Das Wort Wahrnehmung ist ja die Wahrheit nehmen. Und die Empathie, die dem Piloten dann veranlasst hat, zu erkennen, dass er auf dem Fluss landen muss und dass er sich dann auf das konzentrieren muss und dass er das dann gut gemacht hat, das ist etwas, was wir jeden Tag jeder selber erleben können. Im Alltag, im Berufsleben und im Privatleben. In sich hineinzuspüren und dann dieses Signal auch umzusetzen. Und nicht wieder hin und her zu denken, sondern sich entscheiden,
unwiderruflich eine Entscheidung treffen. Ist ja auch so, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe im Leben, dann fließen mir erst die Kräfte zu, um diese Entscheidung umzusetzen. Das Hadern und das Zweifeln oder auch das schlechte Zukunft sich ausmalen, das führt nicht zu der Kraft, die wir brauchen, um das zu überwinden, was wir als Aufgabe vorfinden. Und Aufgabe heißt ja aufgeben und sich dem Thema stellen, sich aufgehen in der Aufgabe. Und das ist auch das Schöne, dass einem dann die Kraft zuwächst, diese Aufgabe zu bewältigen. Das ist das Entscheidende. Danke. Herr Langen, Herr Dr. Hiller, Sie sind beide in der ganzen Welt unterwegs. Sie halten auch Vorträge im Ausland. Wenn Sie Brexit, Trump, China sehen und dann zurück nach Deutschland kommen, wo ist der Optimismus, wo nehmen Sie Optimismus für Deutschland, für die deutschen Unternehmen her? Herr Langen und dann Herr Hiller. Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Betrachtungswinkel und auch Radien. Mein aktueller Radius ist, dass wir im Innovationslabor dieses Kosmetikunternehmen auf die Straße bringen müssen. Ich habe also viel mit Technologieherausforderungen zu tun und vor allem eben auch mit der Herausforderung, wirklich Top-Mitarbeiter zu finden, die zu uns dann an den Bodensee kommen. Ich habe eine private Meinung zu Trump und Brexit. Ich glaube, das ist ein Heilungsprozess, der gerade eben passiert. Also wir haben einen gesunden Schnupfen, davon werden wir uns auch wieder erholen. Danach wird die Wirtschaft dann wieder gestärkt sein. Ich glaube, Sie können das in Ihrer Aufgabe viel, viel besser beurteilen, vor allem auch gerade vor dem Hintergrund, dass Sie im Flugverkehr unterwegs sind. Es gibt natürlich gerade viele Entwicklungen, wenn man das sieht, wenn man beispielsweise in Asien ist, dann wieder zurück nach Deutschland kommt, da hat man schon Eindruck, man lebt an den Zeitlupe ein Stück weit. Da läuft natürlich vieles schneller. Da sind natürlich auch, wenn man mit unseren Kollegen beispielsweise in Asien spricht, in China, die sind viel hungriger. Ja. Die sprechen viel eher über das, was sie erreichen wollen, weniger das, was sie vielleicht gemacht haben und den Besitzstand, sondern was sie erreichen wollen, die Ziele, die sie verfolgen und freuen sich dann im Fortschritt. Und vielleicht ein Beispiel, das war bei uns und gerade in Schwäbisch Hall hat es viele Augen geöffnet. Wir haben jeden Mitarbeiter, den wir in China eingestellt haben, ein halbes Jahr entweder in Polen oder in Schwäbisch Hall trainiert. Die haben erstmal gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt, dass sie ein halbes Jahr Training bekommen und die durften, ich glaube, ein oder zweimal auf Kosten der Firma nach Hause fliegen. Die haben gesagt, sowas gibt es ja gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie fangen beim amerikanischen Unternehmen an und müssen in die USA gehen, ein halbes Jahr und dürfen vielleicht ein, zweimal nach Hause fliegen in der Zeit. Das würde ich mal gerne erleben von unserer deutschen Belegschaft. Das wäre, glaube ich, anders. Ja? Da ist natürlich der Hunger wirklich ganz anders, der Antrieb. Das ist eher mal was, da würde ich sagen, das macht keinen Optimismus, wenn man es in Deutschland erlebt, die gewisse Sättigung. Deshalb glaube ich auch so eine Rezession, wie man sie jetzt sieht in vielen Industrien, ich glaube, das ist eher eine Chance, wirklich nochmal auf die Dinge zurückzubesinnen, auch was vorhin angesprochen wurde, wirklich nochmal zu überlegen, schlank zu sein, was ist wirklich notwendig, um das Geschäft zu betreiben, das sehe ich eher mal als Chance für Deutschland und natürlich dann auch die Stärke auszuspielen, sich auf Dinge zu fokussieren, zu konzentrieren, Innovationen zu schaffen, das Durchhaltevermögen zu zeigen und da glaube ich, wird man in den nächsten Jahren sehen und wird man auch die Stärke, denke ich, ausspielen können, wenn da auch eine entsprechende Abschwächung der Wirtschaft kommt. Herr Gut. Herr Gunz, ich sehe, Sie drängt es geradezu, da auch was dazu zu sagen. Hungrig, Durchhaltevermögen. Ja, also mein Freund Guido Westerwelle ist einmal abgestraft worden für den Begriff spätrömische Dekadenz. Und ich weiß es selber aus meinen eigenen Fehlern. Es gab mal so eine Phase in den 90er Jahren, da lief es besonders gut im Unternehmen. Da habe ich mich dann schon für wirklich unfehlbar gehalten und ich dachte mal, wunderbar, dass ich für ein toller Kerl bin. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass dann auch gewisse Rückschläge gekommen sind. Und die haben mich dann wieder auf den Boden gebracht. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man nicht abhebt. Und wie heißt der Charlie Ecker von Promarkt, hat mal gesagt, der Erfolg von heute ist der Feind von morgen. Also der Mediamarkt heute und Saturn heute haben ja das Problem, dass wir so lange erfolgreich waren, dass sie geglaubt haben, das ist also eine Pacht quasi. Aber man kann das nicht pachten, weder privat noch ein Unternehmen. Und man muss sich dem halt leider immer wieder stellen, wie ein Gärtner auch immer wieder Unkraut aus dem Garten beseitigen muss,
weil sonst haben sie bei mehr Unkraut als Nutzpflanzen. Und ich glaube, das ist im persönlichen Leben so, in Unternehmen auch. Man muss erkennen, welcher Trieb ist der richtige bei sich und im Unternehmen, welchen kann man fördern und welchen muss man wegnehmen. Zum Beispiel bei mir dann der aufkommende Größenwahn, den musste ich dann irgendwann wegnehmen und das war sehr hilfreich. So gesehen ist ja immer das Schlanke, was Sie gerade gesagt haben, bleib schlank, nicht nur materiell, sondern auch bleib geistig schlank, bleib hungrig, das ist wichtig. Ich sehe die Moderatorin aufgehört. Wir möchten trotzdem noch gerne eine letzte Frage geschwind stellen. Herr Dr. Hiller, größte Wettbewerber, wo sitzen die? Weltmarktführer, Recaro, wo sind die drei größten Wettbewerber von Ihnen? In USA und in Frankreich. Und der eine hat 70 Milliarden Umsatz, der zweitgrößte 20 Milliarden. Wir haben keine Milliarde. Das zeigt so vielleicht ein bisschen die Verteilung. Macht aber auch Spaß, das ist so ein bisschen das Prinzip David gegen Goliath und daraus schöpfen wir auch die Kraft und wir freuen uns natürlich über jeden Auftrag, den wir sozusagen dem Wettbewerb abnehmen konnten, das feiern wir auch entsprechend und das ist natürlich eine gewisse Motivation auch. Herr Langen, David gegen Goliath. Naja gut, also wir haben, um jetzt mal unser Kosmetikunternehmen zu nennen, einen Umsatz von null und kämpfen gegen L'Oréal und Beiersdorf, sie ist ein bisschen größer, aber wir freuen uns ausgesprochen, dass wir es sind mit unseren Wurzeln im Anlagenbau, die einen neuen globalen Kosmetikverband gründen, weil wir diejenigen sind, die tatsächlich das Thema Digitalisierung der Kosmetik maßgeblich von vorne anführen. Also wir haben schon ordentlich Mut und auch ein starkes Selbstbewusstsein. Drei Mutmacher, wir bleiben Weltspitze. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bitte sehr. Vielen lieben Dank. Das ist Ihr Applaus.